Wir sind beim ersten Viertelfinale des Jahres Entertainment gegen Lasker und ich bin sehr zufrieden. Mich hat diese Begegnung auf jeden Fall unterhalten. Beide Runden könnten nicht unterschiedlicher sein. Das fängt schon mit den Videos an. Sie haben zwar eine sehr ähnliche Qualität, aber bei Ente ist es düster und böse und bei Lasker ist es hell und freundlich. Beide haben die meiste Zeit keine überkrassen Locations. Wir haben Supermarktparkplätze, Garagen, Parkhäuser und einen Nachtclub. Die Drehorte geben nicht so viel her, aber beide Videos sind ziemlich gut gedreht und bearbeitet. Laskers Video ist technisch etwas besser und nicht so verwackelt, aber das von Entertainment erzeugt mit den Bewegungen der Ente, den Jumpcuts und Effekten mehr Atmosphäre. Ich denke, dass man hier von einem Unentschieden sprechen kann. Flow, auch hier riesige Unterschiede. Die Ente hat leider den Fehler gemacht und Flow-Experimente durchgeführt. Dabei rausgekommen sind Verständigungsprobleme. Wenn ich eins hasse, dann ist es Texte nachlesen zu müssen, weil man nichts versteht. Bei der Runde gegen Vocal hat er richtig schön deutlich gerappt und durch diese übertrieben deutlichen Betonungen kam sogar Style und Hörgenuss zustande. Das gibt es hier auch immer noch an manchen Stellen, aber leider gibt es auch oft, was faselt er da gerade Momente. Die Ente ist nicht der musikalischste Rapper, aber das ist nicht so schlimm, weil es durch die Betonungen angenehm kompensiert wurde. Zumindest in der Quali und im Achtelfinale. Dass er den Flowpunkt gegen Lasker nicht holen kann, war von vornherein klar und da hilft ihm sein Hackmack hier auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es schadet seiner Runde noch zusätzlich außerhalb von der Kategorie Flow. Denn hätte er statt wacken Flows den Platz für krasse Punchlines genutzt, dann wäre das besser für das Gesamtprodukt gewesen. Lasker ist flowlich extrem stark, angenehm musikalisch, on point, das klingt richtig gut und geht nach vorne. Lasker hat seine Battle-Runde in guter Musik verpackt. Mach kein Opero, dicker Bitch, denn du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. Du bist ohne eine Chance, sogar dein Bodypainter meinte, nachdem er den Lasker bemalte, er fühlte sich, als hätte er gerade allein an den Wolf-Train gebombt. Hey, du bist pleite und das alles verkackt, du bist das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Hört wie Entertainment, auf diesen Dreck saß sie gerade mit Worten, schießt er nur zum Stopfen von schwarzen Löchern, taugt so wie westafrikanische Porno-Queens. Der Punkt geht ganz klar an Lasker. Technik. Lasker hat sich technisch etwas verbessert. Gut fand ich zum Beispiel Alles wiederholt sich auf Qualifikation schickt oder Drogendeals auf Holyfield. Ente ist ihm in Sachen Technik aber trotzdem noch einen riesigen Schritt voraus, zum Beispiel bei diesen Lines. Ich starte auf gutem Dope und zugeguckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biggie mit deiner Wampe, doch bleibst ein Hurensohn wie Ahmed. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen, du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven, ich zertrete deine Fruchtblase. Doch alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen. Lasker wird besser, aber ist hier nicht konkurrenzfähig. Ente ist technisch der Beste im Turnier. Punchlines. Ente hat überkrasse, oberflächliche Unterhaltungslines. Ich musste teilweise echt laut lachen bei dem, was er da vom Stapel gelassen hat. Aber er hat auch überwacke Lines und welche, die man gar nicht versteht, weil er teilweise zu schnell und undeutlich rappt. Insgesamt ist durch seine Double-Time-Versuche und anderen Flow-Fehlentscheidungen die Punchline-Dichte leider nicht sonderlich hoch. Die, die gut sind, sind richtig gut, der Rest sind Lückenfüller oder unverständlich. Nehmen wir zum Beispiel den ersten Part, der ist fast punchline-freie Zone. Zwei Lines mittendrin sind ganz gut. Wenn dir noch irgendwer ein Snickers oder Mars ausgibt, kann es gut sein, dass man dich verkloppt, auch vom Mars aussieht. Und das Ende habe ich gefeiert. Ich bin der Meister dieser Zeit, denn dieses weinerliche Schwein verliert nach zwei, drei meiner Zeit doch bereits 13 Liter Schweiß. Egal wie schnell du rappen kannst, du bleibst für jeden hier nur ein triefender Fettsack aus dem verfetteten Fett. Bedeutet, von den 16 Lines des ersten Parts waren insgesamt leider nur 6 zu gebrauchen. Das ist kein wirklich guter Schnitt. Im zweiten Part sieht es etwas besser aus. Okay, fand ich den Einstieg. Ich kill dich im Schlaf, denn du bist grad mal so killer wie Cars. Jeder weiß, dass der Grund für die Location der Rückrunde von dir eine Grillparty war. Mittendrin gibt's noch eine solide Punchline. Du hältst dich für Charlie Sheen, doch bis eine Nacht zwei kurzen auf dem Tisch rum, strip in the Party Queen. Dann gibt's im wahrsten Sinne des Wortes eine extrem fette Line und die restlichen 6 Lines waren auch ziemlich gut. Ich seh dich schon gerne sterben, doch dein Verwesen hat verheerende Folgen fürs Gravitationsfeld der Erde. Ich stand auf gutem Dope und zugeguckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biggie mit deiner Wampe, doch bleibst ein Hurensohn wie Ahmed. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen. Du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich zertrete deine Fruchtblase, doch alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen.
Im zweiten Part komme ich auf 12 von 16 Lines. Im Prinzip hätte man also aus den ersten beiden Parts einen Part machen können und dieser Part wäre der absolute Übershit gewesen. Entertainment hat hier seine Runde mit dem ersten Part sehr geschwächt. Punchlines und Technik sind sein Ding, nicht dieses wacke Double-Time-Rumgestammel und von der Hook brauchen wir gar nicht erst anfangen. Im dritten Part gibt es die allerbesten Lines. Direkter Einstieg ist richtig killer. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Ente meint, ich hätte mich im Artikel vergriffen, denn Lasker ist in seinen Augen anscheinend nicht die Wahl, sondern der Wahl. Er hat diesen fetten Spruch richtig elegant verpackt. Aber am absolut geilsten sind die letzten vier Lines. Sie sind mein persönliches Highlight der Runde. Ich habe mich köstlich amüsiert. Du behinderter Vollspast, bist mir höchstens gefährlich, wenn du mal hinter mir stolperst. Und du bist sowas von hässlich, ich hätte eigentlich nicht mal erwähnen müssen, dass du fett bist. Das sind richtig oberflächliche Dinge, also Substanz sucht man natürlich vergeblich, aber es hat mich übertrieben entertained. Er hat es mit den fetten Lines ähnlich wie Wortjung gemacht, nur um 80 Klassen besser. Insgesamt hat die Ente hier geile Punchlines, nur leider wird das Ganze ein bisschen von wacker Double-Time-Scheiße und unnötigen Lines verwässert. Es können noch so übergeile Lines in einer Runde sein, wenn es gleich viel Schrott gibt, dann ist die Runde als Ganzes gesehen nicht krass, sondern halt nur einige Stellen. Lasker hat einen anderen Ansatz gewählt, er bringt zwar ebenfalls oberflächliche Punchlines, aber verwendet auch viel Zeit darauf, den Pseudo-Werdegang von Entertainment zu schildern. Im gesamten ersten Part erklärt er uns den Weg der Ente von seiner Kindheit bis zu seiner ersten Teilnahme am JBB 2013, wo er nicht in die engere Auswahl gekommen ist. Seine gesamte Runde hat nicht viele einzelne Punchlines, die man jetzt herausfiltern kann, bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel ein paar gute Spits. Wenn der Ball steckt, ich mein schwarz gekonnte Ente und fick ihn quer durch alle Kontinente. Du bist kein Entertainer, du bist nicht unterhaltsam, wie deine Mann, denn sie schluckt für ihn unterhaltsam. Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Hals haben. Trotzdem muss ich jeden Monat mit ihm Unterleib zahlen. Aber selbst die besten Punchlines von Lasker kommen in der Regel nicht an die von Entertainment ran. Was Laskers Runde aber dennoch punchen lässt, ist der Textaufbau und der Zusammenhang. Wenn man beispielsweise den ersten Part komplett durchhört, dann gibt es keine großen Highlights in Form von überkrassen Lines, aber es gibt viele gute Aussagen und Inhalt. Ente sagt auf diverse Arten, dass Lasker fett ist und Lasker verpackt seine Lines, indem er den Werdegang von Entertainment und Hintergrundinfos mit einfließen lässt. Ente hat einzelne Lines, die punchen und Lasker hat eine zusammenhängende Runde, die aus vielen kleineren Fronts besteht und als Gesamtes gesehen puncht. Außerdem hat er etwas, was der Ente leider fehlt, nämlich Abwechslung. Was ist jetzt besser? Schwer zu sagen. Bei Ente habe ich einzelne Lines extrem gefeiert und einige Stellen fand ich dafür richtig scheiße. Bei Lasker ist alles auf einem soliden bis guten Level. Ich denke, dass es insgesamt ungefähr gleichwertig ist. 2 Punkte für Punchlines gehen an beide. Extra Punkt. Es ist eine wirklich schwere Entscheidung. Lasker hat sich bis jetzt von Video zu Video immer weiter gesteigert. Er hat angefangen mit einer Double-Time-Quali ohne Technik und Punches, dann die Hinrunde gegen Fortune mit weniger Double-Time, etwas mehr Punches und ein bisschen Technik, dann die sehr gute Konterrunde und jetzt diese sehr gute Runde. Der Junge macht hier eine echt beeindruckende Entwicklung durch. Ich hatte ihn bei der Achtelfinalaufstellung als Aufwärmgegner für Fortune eingeteilt, so als kleiner Fick für zwischendurch, aber er hat überraschenderweise gewonnen. Nun hat er gegen die Ente richtig gut abgeliefert, aber hätte die Ente aus Part 1 und 2 einen Part gemacht und sich diesen schrottigen Double Time gespart, dann hätte ich mich trotzdem für die Ente entschieden, obwohl sie sehr viel unmusikalischer ist als Lasker. Ente hat echt Killer Lines, aber ist dabei einfach nicht konstant genug und Lasker hat keine richtigen Überpunchlines, aber ist konstant auf einem guten Level. Deshalb finde ich letzten Endes beide Runden sehr, sehr unterschiedlich, aber irgendwie gleich gut und jeder bekommt nochmal einen Extrapunkt obendrauf. Also ist meine gesamte Analyse so nutzlos wie ein zweites Arschloch, denn jetzt entscheidet der letzte Punkt, nämlich das User-Voting, wer weiterkommt. Euch ist die Entscheidung sehr viel leichter gefallen als mir, es ist nicht wirklich knapp gewesen. Auch beim Publikum scheint sich der Flow der Ente extrem negativ ausgewirkt zu haben. Laskers Runde hört sich einfach viel besser an. Aber da er auch gut gebettelt hat, bin ich mit eurer Entscheidung absolut einverstanden. Am liebsten würde ich von beiden noch eine Runde sehen, aber es kann halt nur einen geben. Morgen gibt es AT gegen Gary Washington. Das wird besonders schwer für mich, weil ich mich nach meiner Lieblingsente direkt schon wieder von einem meiner Favoriten trennen muss. Ich feiere nämlich beide. Tja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Nächste Woche gibt es Viertelfinale Nummer 3. Cassius Clay. Geo. Fight.